Hallo, willkommen, ich bin Vaughn. Ich habe das Glück, dass ich sehr viele Golfer trainieren darf. Ich gehe sehr viel auf den Platz. Ich finde, da kann man am meisten lernen. Es ist schwieriges Training, man hat nur einen Ball, eine Chance. Und was ich beim kurzen Spiel merke, ist, dass es ein paar entscheidende Fehler gibt, die sich immer wieder wiederholen. Und ich möchte dir 5 Fehler heute mitteilen, die ich sehe bei Golfen auf dem Golfplatz in dem Bereich des kurzen Spiels. Der erste sehr entscheidende Fehler ist, wie Golfer mit dem Sandwich umgehen, beziehungsweise wie hoch oder tief sie den Schläger greifen. Nur das Sandwich oder Lob Wedge ist der kürzeste Schläger in deiner Tasche. Und es gibt meiner Meinung nach keine Notwendigkeit, den Schläger tiefer zu greifen. Nur ich sehe, wie viele Golfer tief greifen und das wäre okay, aber oft wird der Ball dann getoppt. Der Golfer kommt einfach nicht runter. So, wirklich, der Schläger ist kurz. Es gibt keine Notwendigkeit, den kurz zu greifen. Greif den Schläger einfach ganz normal oben. Wenn du kleine Pitches machst, kleine Chips, ach, ich mache jetzt mal einen Bunkerschlag. Und auch hier im Bunker ist Sandberührung so wichtig. So wieder, das wird nur helfen, wenn du den Schläger ganz normal am Griffende hältst. Ich habe hier ein 58 Grad Sandwich, ist ein bisschen abschüssig. Das müsste gut gehen. Roll. Okay, so bitte Sandwich oben greifen. Das passiert bei allen Golfern. Ich habe das schon selber viel zu oft gemacht. Da ist eine leichte Links-Rechts-Break, hat man gesehen. Ich ziele auf die linke Kante vom Loch und im Moment des Treffens, vielleicht durch zu neugierig sein, werden die Schulter geöffnet, die Schlagfläche wird dann geöffnet und der Ball geht leider rechts vorbei. So, um das zu vermeiden, ist es sehr wichtig, erstmal dich zwingen, nach links auszurichten und dann wirklich den Kopf unten lassen. Ich würde ja wirklich empfehlen, nicht hinterher zu schauen, warten, bis du das schöne Geräusch hörst, wie der Ball ins Loch rollt. Wenn die Schulter sich nicht öffnen, hast du bessere Chancen, die Schlagfläche, die Patteschlagfläche gerade zu halten. Der nächste sehr vermeidbare Fehler, der Golfer steht einfach zu weit weg vom Ball und der Schaft ist zu diagonal. Und was leider passiert, ist, dass der Schläger wird, wenn ich etwas zu flach schwinge, wird der Schläger immer nach da wollen. Wenn ich den Schläger aber vertikal hätte, dann müsste er wieder den Weg zum Ausgangspunkt finden. Wenn ich aber so schwinge, dann kann das leicht passieren. Boden kann getroffen werden und dann muss man anziehen. So, bitte einfach schauen, dass du den Schläger beim kurzen Spiel allgemein so vertikal wie möglich hast. Klar, beim Standardchip steht man nicht so ganz nah wie beim Chip-Putt, aber wirklich eher näher, weil wenn ich dann geradeaus holle, und das wird automatisch passieren, kommt der Schläger leichter zurück zum Ausgangspunkt. So immer, wenn es geht, den Schläger etwas aufrechter. Leider ist es so, dass wir sehr gerne zu schnell beschleunigen bei dieser kleinen Pitch-Schläge. Und was das dann verursacht, ist ein leicht steilen Eintreffwinkel und der Schläger bleibt hängen. Fette Schläge sind eher dann Thema. So ganz, ganz hilfreich ist es zu denken, dass man von hier nach da den Schläger einfach laufen lässt. Was dann passiert, ist, dass man dann super weiches Treffen hat.
und man trifft ihr den Boden dann mit der Sohle. Das bedeutet auch, dass man dann nicht den Ball perfekt treffen muss. Man muss nicht den Ball dann den Boden treffen. Man kann ruhig ein bisschen Boden zuerst treffen. Aber wenn du den Abschwung leicht und weich startest, dann wird es so viel einfacher. Es kann sein, dass du dann ein bisschen weiter ausholen musst, damit du ruhiger kannst. Das musst du einfach selber ausprobieren. So, ich mache hier mit meinem Wedge einen 20 Meter Pitch und ich denke daran, weich. Und da habe ich so einen schönen Kontakt gehabt, da ist mir Spin und ist er drin? So, noch ein typischer letzter Fehler, die Sonne geht übrigens runter. Ich glaube, ich habe gerade noch Zeit für diesen Tipp. Danke übrigens, dass du bis zum Schluss zugeschaut hast und ich hoffe sehr, dass diese Dinge dir helfen. Okay, so der letzte Tipp. Da sehe ich, dass mein Schüler am Ende ungefähr so aussehen zum Schluss. Und wie du siehst, mein Unterkörper habe ich da wenig bewegt und hier gibt es diesen Knick. So, es wurde etwas gelöffelt. Nun, eine gute Endposition, sich auf die Endposition zu konzentrieren, ist so, so hilfreich. Weil wenn ich so aussehe und hier ist der linke Arm und schafft eine gerade Linie, mein Körper ist etwas gedreht, ich habe meinen Körper ein bisschen mitgenommen, also ich habe den Schwung nicht nur mit den Armen gemacht, ich habe auch gedreht. Das ist eine Garantie, dass es unten hier stimmt. So, bitte achte auf die folgende Endposition jedes Mal, wenn du dein kurzes Spiel machst. Linker Arm und Schaft bildet eine gerade Linie und der Körper geht mit. Das ist eine Garantie für das. Tschüss.